Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part vom ETS 2 mit dabei Wirky und meine bescheidene Wenigkeit Animex Balziskan. Ja, meine Freunde, wo geht's hin? Von München nach Terni, Mittelitalien. Wirky, wir müssen mal losfahren, oder was denkst du? Also ich weiß ja irgendwie auch nicht und so. Ja, wir haben ja Zeit. Es wird vor Ort ja Anti-Kick, also von daher ist das ja scheißegal, ja, wie der Mann steht. Ja, es ist so. Es ist so. Gut, dann wollen wir mal losfahren. Ich soll die Vorhut machen. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen rausmanövrieren um die Pöller herum. Ah, okay. Du hast ein Pöllerproblem. Pöllerproblem. So. Die sind meistens immer ganz lang und ganz dick. Ja, so ist das meistens, lang und dick. Ja, ja, komm, ja. Jetzt bist du wieder beim Besamen angekommen. Nein, Moment! Oh Mann, ey, Freunde, das muss ich jetzt mein Leben lang mir gefallen lassen. Ich bin neben Wirky auch jetzt der Firmenbesitzer und ich, ja, ja, also bitte nötige nicht. Ich tue mein Bestes, dass ich rechtzeitig losfahre. Nötige nicht, uns ist noch einer. Das ist egal, der soll warten. Lotte Volker Mod schreibt, nee, bin auf Singleplayer. Oh, schade. Naja, aber vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal. Vielleicht hast du auch Lust ja, möchtest mit beitreten in der Firma. Wobei, kann er ja sogar, auch wenn er nur Singleplayer fährt, kann er trotzdem mit beitreten. Kann trotzdem seinen Beitrag zur Spedition leisten. Ach, das geht auch im Single? Okay. Das geht überall. Geil. Lotte Volker schreibt, er würde gerne beitreten. Ja, warum denn nicht? Alles klar, vielen Dank für deinen Hinweis, Lord Verfolger Mord. Ja, man guckt so oft auf den Chat, aber man überliest ja doch mal hier und da was. 61 Euro für diese bedepperte Schranke, es ist Wahnsinn. Nur für ein bisschen Maut. Ihr fahr. Ja, ich warte nur auf dich. Was ist wieder mit meinem Tempomat los? So, ich kann nur knapp den Bett. Was ist wieder mit meinem Tempomat los? Tempomat. Ja, ich habe irgendwie seit neuestem Probleme mit dem Tempomat. Ich weiß irgendwie auch nicht. Der will irgendwie so nicht. Hallo? Tempomat? Format ist auf C und nicht auf X. Du machst die ganze Zeit über Funk an, aus, an, aus, so. An, aus, an, aus. Verdammt, falsche Taste. Oh, ist das peinlich. Und ich denke schon, was macht der denn da? Der drückt und lässt los und drückt und lässt los und drückt und lässt los. Ach, du nimmst gerne die, bleibst gerne stehen. Ja gut, ich fahr da mal locker flockig mit 30 hier durch. Ja klar, ich lass dich mal vor. So was nennt man kollegial. Freunde, der Moment wieder repariert, der war nie kaputt gewesen, ich war nur so blöd zum Drücken. Och, Mann. Ja, gell, so richtig schön die Chemie. Okay. Hallöchen. Hallöchen. Guten Abend. Gute Fahrt euch. Dankeschön. Gute Fahrt für euch, ist alles frei. Danke. Danke. Bitte. Sag mal, wirklich, kann das sein, dass du so bekannt bist wie ein bunter Hund? Also, ich weiß ja nicht, also irgendwie kennen wir Leute. Ja, man kennt mich in der deutschen Szene. Ja, ich hab mich jetzt einfach mal in deinen Namen betankt. Ich bin zwar nicht Wirky, aber ich bin Wirky-Ersatz. Der Geschäftsleiter. Neben Wirky als Geschäftsleiter. Ey, Wirky, wir haben eine eigene Firma, ey. Das ist Wahnsinn. Ja, meine Freunde, ja. Aber jetzt mal zu eurer Sache. Wirky hat meine Sache angesprochen. Die kann ich auch bestätigen. LS17. Steht noch der Server, steht aber in einer Abänderungsphase in 2019. Ja, 2019, es geht los. LS19, der Farming Simulator 2019. Wir haben uns da schlau gemacht, wir haben uns auch nochmal Gedanken gemacht, wie das
ja, wie das jetzt weitergeht. Also wir überlegen jetzt doch, sag ich jetzt mal, auf 19 umzustellen. Offensichtlich scheint es so zu sein, dass die Anfrage doch enorm gewachsen ist. Hast du jetzt schon Rundumlicht an? Habe ich ja vorher mal angemacht. Okay. War Spaß an der Freude. Na, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, meine Rundumleuchten sind hier an. Ich hatte das hier wieder ausgemacht. Ich brauch's ja nicht. Ich mach's ja eigentlich nur an, wenn ich irgendwie Überlast hab oder Überschwere oder was, dann sonst lasse ich die aus. Ich mach's hier nur an, um mich wichtig zu fühlen. Oh, Mr. Wichtig. Ja, richtig. Also nicht nur ein Besama, sondern auch... Besama. Ein wichtiger Besama. Na, sieh mal, da guck ja. Jetzt, Ach, das war doch aber gar nicht darauf abgezielt. Du hast ganz genau gewusst, wie ich das meine. Du hast das Volk besamt, ey. Das Volk besamt. Ich hab gesagt, das Feld besamt, nicht das Volk, das Feld. Das Feld, halt, das wird immer schlimmer. Ja, es ging halt um die Saat. Ja, so, Saat. Die Saat war in der Seemaschine drin gewesen und ich hab nur. Ich hab gesagt, so, du nimmst dir jetzt du nimmst dir jetzt den Traktor mit der Saat und fährst auf den Feld und besamst sie. Also, sehen. Ja, genau, besamst du das Feld. Ja, alles klar. So. Okay, das war ich gewesen. Das war ich gewesen. Einfach nur mit einem Vorschlaghammer. Ja? Der müsste von früh bis abends nur Steine kloppen. Hol den Vorschlaghammer. Wir haben einen Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass ich weiter quasi nicht. wirklich schon ganz leise. Er ist total verzweifelt. Aber wir sind gleich da. Es war schön, dass ihr bei der Firmeneröffnung mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Sinne, euch natürlich einen wunderschönen Abend. Tschü-tschü! Tschü-tschü! Oh, wirklich, das klang aber so, so süß klang das. Hey, bin ich süß? Ich hab gesagt, es klang süß.